Mehr als 100.000, 112.000 Menschen haben in Österreich unterschrieben, dass die Bundesregierung diese Abschläge nicht wieder einführt, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir werden heute sehen, es wird ein trauriger Tag werden für die Arbeitnehmerinnen und für die Arbeitnehmer, und die Regierung wird drüber fallen. Und mit einem Frühstarterbonus, den sie uns da immer näher bringen will, das ist eine Augenauswischerei sondergleichen. Man nimmt den Menschen 300 Euro weg pro Monat und gibt ihnen vielleicht 12, 13, 14, 20, 25 Euro. Die 60 Euro wird niemand erreichen. Das ist in Wirklichkeit die Unwahrheit, was hier gesagt wird. Und das sind Menschen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, liebe Freundinnen und Freunde. 45, 46, 47 Jahre. Und das sind Menschen teilweise, die nicht mehr können. Die warten bis zum 62. Lebensjahr, da handeln sie irgendwie durch und dann nehmen sie die erste Klammer, damit sie in Pension gehen, weil sie körperlich ausgebeutet und sind und nicht mehr können. Und dann werden sie jetzt wieder in Zukunft gestraft mit 300 Euro pro Monat und 4.500 Euro im Jahr. Und wenn wir wissen, wie viel Geld das wirklich ist, das ist ja unsagbar. Und wir wissen, dass wir 15, 20 Jahre vielleicht nur in der Pension glücklich verbrennen und gesund verbringen können, dann nimmt diese Regierung den Menschen in Wirklichkeit eine gesamte Existenz, nämlich 100.000 oder mehr wie 100.000 Euro weg. Und das ist wirklich eine Schweinerei und das Gleiche. Und das ist auch der Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was wir nicht hinnehmen werden. Das heißt, heute geht es erst richtig los. Und wir werden nicht locker lassen, als Sozialdemokraten, das bei jeder Gelegenheit aufzuzeigen und dafür zu kämpfen, dass diese unsäglichen und wirklich unwirklichen Abschläge wieder zu Fall gebracht werden. Das ist unverantwortlich, das ist demütigend für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie diese Regierung umgeht. Und die Grünen schauen zu. Die Grünen schauen zu, was mit den Menschen passiert. Jetzt kann man sagen, ja, das ist nicht unbedingt die Klientel. Ganz wenige von den Grünen haben jemals oder werden jemals auf diese 45 Jahre erreichen. Aber das ist nicht böse gemeint. Aber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so in den Stich zu lassen, ist ein Unding und das bringt ja auch keinen Klick. Und ich sage euch, wir werden kämpfen, damit wir die Abschläge, die jetzt eingeführt werden, für unsere Kolleginnen und Kollegen wieder abschaffen können. Weil es gibt nichts Ungerechteres auf der Welt, wenn man Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, so im Regen stehen lässt.